Liebe Menschen, willkommen zu diesem Video. Wir sind heute mal spontan an einem verlassenen S-Bahnhof. Darf man auch sagen, oder? S-Bahnhof Siemensstadt kennt sowieso jeder. Das war nämlich früher hier die Siemensbahn. Also in Berlin Siemensstadt, da ist ja der ganze Stadtteil nach der Firma Siemens benannt, die hier ihr Werk hatte. Und früher sind die Arbeiter mit der S-Bahn zur Arbeit gekommen, auf dieser Strecke. Heute übernimmt diese Rolle eine U-Bahn und deswegen führt diese S-Bahn-Strecke hier so ein Schattendasein. Ich war hier schon mal, habe damals ein paar Fotos gemacht, 5 Jahre her oder so. Inzwischen ist das besser gesichert als vorher. Also man sieht, der Urbex-Trend, der fordert die Eigentümer von Grundstücken heraus, immer mehr Sicherungen anzubringen. Die Sicherung ist aber wieder runtergetreten, deswegen sind wir jetzt hier und zeigen euch mal ein bisschen diese Bahnanlage in einem kleinen Urbex-Quickie. Die Zugangsgebäude können wir euch leider nicht zeigen, die sind nämlich nach wie vor zugemauert. Da drin befanden sich die Fahrkartenschalter. Ja, auch die andere Treppe ist natürlich zugemauert, wie sich's gehört. Das hier könnte dann ein Warteraum gewesen sein oder auch die Räumlichkeiten des Zugabfertigers. Wie spät es ist, verrät uns der Bahnhof schon lange nicht mehr. Das Signal hier ist auch schon ein bisschen verrottet. Da kennt man nicht mal ganz so gut, was es bedeuten soll, aber ich glaube, das heißt Stromabnehmer hochfahren. Apropos Stromabnehmer, die Stromschiene, die fehlt an dieser Stelle. Ich weiß nicht, wo die hingekommen ist. Und da fällt auch schon was vom Dach. Hat man vielleicht gerade gehört, also an einem windigen Tag wechseln ist immer so eine Sache. Vielleicht soll man auch deswegen die Stromabnehmer hochfahren, weil hochfahren, runterfahren, wie ist denn das bei der Stromschiene, weiß ich jetzt gar nicht. Eigentlich runterfahren, weil die Stromschiene, also der Strom wird von unten abgenommen. Tja, da kann man sich fragen, ob die hier so einen Mischbetrieb hatten aus Strom, also elektrischem Verkehr und Diesel-Lok, weil hier einfach keine Stromschiene mehr ist. Da wird man nämlich unter Umständen. Ja, da hat mal jemand geguckt, ob man da vielleicht reinkommt, aber nein. Ein Gitter dahinter. 1927 bis 1929 baute Siemens hier eine S-Bahn-Strecke, um sein Werk besser anzubinden. Von Neukölln bzw. Papestraße fuhren die Züge hierher in die Siemensstadt, wo zu der Zeit rund 90.000 Siemensianer arbeiteten, zum Endbahnhof Gartenfeld. Rund 17.000 dieser Arbeiter nutzten diese S-Bahn, die im Berufsverkehr im 5-Minuten-Takt fuhr. Ja, hier ist also dieser Brückenbereich und es wundert mich wirklich, dass hier keine Stromschiene mehr ist. Da hinten gibt es die nämlich. Hier sieht ihr, wie so eine Stromschiene aussieht. Und zwar gibt es den Stromabnehmer des Zuges, der da von unten so dran greift und den Strom abnimmt. Und dann gibt es hier eine Isolation. Das hier ist eine Isolation. Die schützt denjenigen, der sich hier aufhält, wo man sich natürlich nicht aufhalten sollte, aber ein Streckenarbeiter zum Beispiel oder ein Fahrgast, der ins Gleisbett fällt, der wird dann von dieser Isolation hier geschützt. Wenn man natürlich von unten dran greift, dann kriegt man Stromschlag. Wir haben es hier mit 750 Volt Gleichspannung zu tun. Auf die Isolation an so einer Stromschiene sollte man sich übrigens nie verlassen. Die kann immer mal schadhaft sein und dann kriegt man möglicherweise einen Stromschlag, obwohl man nur oben angefasst hat. Und ganz wichtig, bei der Berliner U-Bahn, da gibt es bei den U-Bahn-Linien U1 bis U4 das Kleinprofil, da wird der Strom von oben abgenommen. Also wenn ihr auf Berliner U-Bahn-Gleisen unterwegs seid, da kann es sein, dass wenn ihr von oben an die Stromschiene stößt, ihr auch einen Stromschlag bekommt. Also haltet euch nicht in U-Bahn-Tunnels auf. Wir sind jetzt hier an dem nicht überdachten Teil des Bahnsteiges. Hier gibt es nur eine Bahnsteigplatte. Und da wachsen schon die Bäume. Als ich das erste Mal hier war, vor ungefähr 5 Jahren im Sommer, da kam ich hier die Bahnstrecke entlang gelaufen, in diese Richtung. Und hier war ja alles zugewachsen. Und ich habe dann gesehen, dass die Stromschiene hier wechselt. Die befindet sich jetzt an der Außenseite, rechts vom Gleis. Und da drüben befindet sich die Stromschiene links vom Gleis. Das ist hier vorne aber anders. Da befindet sie sich innen. Also wir gehen jetzt hier noch etliche Meter über die Schwellen, die immer mehr verrotten. Und wir finden dann das Ende der Stromschiene auf der Innenseite. Hier
und da. Beziehungsweise da drüben endet sie ein bisschen später. Wahrscheinlich ist hier schon wieder ein Teil geklaut. Ja, warum nun befindet sich die Stromschiene im Bahnhofsbereich außen und sonst innen? Naja, wenn man sie innen hat, dann ist das alles ein bisschen leichter zu verkabeln, als wenn die meterweit auseinander sind. Im Bahnhofsbereich besteht aber immer mal die Gefahr, dass ein Fahrgast von der Bahnsteigkante stolpert und ins Gleisbett fällt. Und dann soll der nicht auf die Stromschiene fallen. Deswegen ist die Stromschiene dort auf der anderen Seite, möglichst weit weg von dem Fahrgast, um das Risiko zu minimieren, dass er einen Stromschlag bekommt. Wir haben also hier sozusagen eine Lücke. Ja? Die Stromschiene hier auf der Innenseite endet, die auf der Außenseite fängt erst da an. Wie funktioniert das in der Praxis? Naja, zum einen hat der Zug ja Schwung, wenn der in den Bahnhof gefahren kommt. Das heißt, der kann auch mal ein paar Meter stromlos sein, weil er einfach noch an den Bahnhof reinrollt. Der hat ja schon Tempo. Sollte er dort zum Stehen kommen, ein Zug hat mehrere Stromabnehmer. Wenn der erste Stromabnehmer nicht mehr in der Stromschiene ist, dann kann einer der hinteren Stromabnehmer noch Strom abnehmen. Ist der Zug dazu auch zu kurz, etwa ein 2-Wagen-Zug und die Lücke ist länger als 2 Wagenlängen, dann muss er sich ein Hilfskabel holen. Dann muss er wirklich ein Kabel anschließen vom Zug zur Stromleitung, um seinen Zug dann wieder ein paar Meter vorzufahren und das Hilfskabel wieder zu entfernen. Leider hat hier auch jemand die mechanische Fahrsperre geklaut. Die war nämlich mal hier drauf und war einige Meter hinter dem Signal, das dann da stand. Das bedeutet also, dass wenn der Zug über ein rotes Signal gefahren ist, dann war die Fahrsperre in einer Position, dass sie eine Bremse beim Zug ausgelöst hat, mechanisch. Und dann kam der Zug zum Stillstand. Diese mechanischen Fahrsperren sind aber auch nicht mehr der Stand der Technik. Das Eisenbahnbundesamt gibt da also auch solche Vorgaben, wie schnell ein Zug, der mit mechanischen Fahrsperren gesichert ist, nur fahren darf. Und das sind aktuell hier in Berlin, glaube ich, 60 Stundenkilometer. Und die S-Bahn darf dann nicht schneller als 60 Stundenkilometer fahren, bis sie ihre Züge so umgerüstet hat, dass moderne Fahrsperrensysteme Anwendung finden. Erst dann dürfen sie wieder 80 fahren. Hier sind noch die Reste eines Schaltkastens. Da waren dann so die ganzen Sicherungen dahinter. Das könnte etwa so ein Kasten gewesen sein, wo man die Klappe geöffnet hat und das Hilfskabel angeschlossen hat. Als ich also zum ersten Mal hier war, habe ich hier vor lauter Blättern die Bahnsteigkante nicht gesehen. Hier führt eine Treppe hoch und dann steht man hier auf der Bahnsteigkante. Oder Bahnsteigplatte, besser gesagt. Hier kann ich euch sogar noch eine Fahrsperre zeigen. Hier steht noch eine am Ausfahrtssignal vom Bahnhof. Wenn ich richtig informiert bin, dann ist diese Fahrsperre jetzt scharf geschaltet. Das heißt, würde hier ein Zug fahren, würde die Bremse jetzt auslösen. Das Teil, was wir hier haben, das müsste ausgeklappt werden zu der Seite, damit die Strecke freigegeben ist. Und sobald das Signal auf Rot schaltet, wird also das hier wieder zurückgefahren in diese Position, von da drüben hier rüber. Und dann wird der Zug gebremst. Hier ist so ein alter Lichtmast. Und hier standen die Gleisnummern auf den Schildern. Gleis 1, Gleis 2 oder umgekehrt. Leider überhaupt nicht mehr lesbar. Heutzutage benutzt man elektromagnetische Fahrsperren. Das bedeutet, die Fahrsperre ist ein Elektromagnet, der ist im Gleisbett verbaut. Und wenn der Zug drüber fährt und die Fahrsperre ist aktiv, dann führt ein magnetisches Feld dazu, dass eine Bremse am Zug ausgelöst wird. Also die reagiert auf ein Magnetfeld und fährt dann runter und bremst den Zug. Der Vorteil von so einem Elektromagneten ist, dass man den so bauen kann, und so wird er auch gebaut, dass er immer dann, wenn Strom fließt, entmagnetisiert werden kann. Das bedeutet, wenn der Strom fließt und das Signal grün ist, dann kann man diese Fahrsperre passieren. Schaltet das Signal auf Rot, wird der Strom abgeschaltet, dann ist die Fahrsperre aktiv, sie ist magnetisch. Und der Zug würde gebremst werden. Das hat den Vorteil, dass bei einem Stromausfall die Fahrsperre immer noch funktioniert. Aber hier testet die Deutsche Bahn jetzt ganz neu biologische Fahrsperren. Biologische Fahrsperren sind einfach Bäume, die den Zug aufhalten. Da muss man ein paar Jahrzehnte warten und dann sind die dick genug und bremsen auch einen Zug mit 80 km/h. Siemens baute hier seine seinerzeit modernsten Zugsicherungssysteme ein. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Strecke beschädigt und die Brücke über die Spree von der Wehrmacht gesprengt. Das zweite Gleis wurde als Reparationsleistung an die Sowjetunion ausgeliefert. Eine provisorische Holzbrücke ermöglichte den Weiterbetrieb der Strecke, die teils auch als Güterstrecke genutzt wurde. 1956 wurde nach einem Neubau der Spreebrücke wieder ein zweigleisiger Betrieb aufgenommen, aber die alten Fahrgastzahlen wurden nicht mehr erreicht. Siemens hatte seinen Hauptsitz nach München verlegt und die Siemensbahn wurde zu einer der am wenigsten frequentierten Berliner S-Bahn-Strecken.
Es fuhren nur noch Züge von Jungfernheide im 20- bis 60-Minuten-Takt. Im September 1980 streikten die Reichsbahner und es fuhren keine Züge. Als im Oktober 1980 die benachbarte U-Bahn-Linie U7 über Siemensdamm und Rohrdamm eröffnet wurde, war das Schicksal der Siemensbahn besiegelt. Der in Spandau gelegene Teil der Strecke steht seit 1995 unter Denkmalschutz. Ja, ich hoffe, dieses kleine Video hat euch gefallen. Manche nennen das Urbex-Quickie. Ich habe noch ein paar Informationen reingepackt, damit es nicht ganz so kurz wird. Und wir sehen uns nächsten Freitag um 15 Uhr wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao. Daumen nach oben bitte, ja, wenn es euch gefallen hat. Und schaut auch mal bei Twitter vorbei, @barefooturbexer. Jetzt müssen wir noch 20 Sekunden irgendein Bullshit reden, damit ich das den Abspann einblenden kann. Ne? Also ihr kriegt jetzt so ein Video, da könnt ihr draufklicken. Hier ein Video, könnt ihr draufklicken, da ein Video, hier Kanal abonnieren. Jetzt? Ja, kann man alles machen. Ja. Ja, also macht mal, Kanal abonnieren, wenn noch nicht geschehen. Wenn schon geschehen, dann nicht draufklicken, nicht deabonnieren. Bis bald, ciao.